Dynamo TV aus dem Sommertrainingslager in Herxheim wird Ihnen präsentiert von Verticalis, Ihr Spezialist für seilunterstützte Höhenarbeit, Industrieklettern und Höhenrettung. Uwe, ein langer Tag der Anreise neigt sich so langsam dem Ende. Heute Morgen habt ihr noch in Dresden trainiert. Jetzt seid ihr mit dem Flugzeug in Stuttgart gelandet. Ist der Tag bewusst so strukturiert, damit ihr morgen mit ausgeruhten Beinen direkt voll ins Training in Herxheim einsteigen könnt? Nee, der wahre Grund ist, dass es keine andere Flugverbindung gab. Also von daher ist es aber auch nicht so schlimm. Wir haben heute Morgen trainiert, waren auch noch kurz zu Hause. Und ja, dann haben wir uns getroffen, ein Stündchen hier hin und jetzt geht es weiter ins Hotel. Ausruhen, schlafen und morgen können wir starten. Es warten 5 Trainingstage inklusive 2 Testspiele gegen Huddersfield und Kaiserslautern auf deine Mannschaft. In aller Kürze, worauf wirst du den Fokus in den kommenden Trainingstagen legen? Ja, sicherlich, um das System auch weiter zu verfestigen, weiter auszubauen, auch die nächste Etappe mit einzubeziehen. Wir haben jetzt in der ersten Woche intensiv gegen den Ball gearbeitet, also rein defensiv. Dann haben wir das Pressing mit dazu genommen, wie wir anlaufen. Dazu gehören unterschiedliche Systeme dann auch noch vom Gegner, was dann auch in Zukunft auch noch einen Stellenwert hat. Ja, das alles zu verfeinern, komplettieren, das steht auch im Programm. Dann haben wir noch 2 Spiele, die enorm wichtig sind, auch sich Selbstvertrauen zu holen und weiter an einer gierigen Mannschaft zu arbeiten. Bevor wir zu den beiden Testspielen kommen, mit Linus Wahlqvist konntest du heute den 7. Neuzugang und den 2. gelernten Rechtsverteidiger im Kader begrüßen. Wie sehr freust du dich, dass der Wechsel trotz großer Konkurrenz von Linus nach Dresden geklappt hat? Ja, sehr. Also wir hatten sehr gute Gespräche und ich hatte ja von Anhieb ein sehr, sehr gutes Bauchgefühl. Was er sportlich kann, hat er auch schon unter Beweis gestellt. Jetzt vom Tabellendritten der schwedischen Liga wegzugehen, war für ihn ein wichtiger Schritt, auch, ich glaube auch der richtige Schritt. Und ich glaube auch für ihn, so wie wir miteinander kommuniziert haben, war es eigentlich von Anfang an klar, dass er hier hin wollte und dass wir ihn haben wollten. Mit Huddersfield wartet ein englischer Erstligist auf deine Mannschaft. Ist das der große Härtetest auf den Saisonstart, der in 3 Wochen auf deine Mannschaft wartet? Ja, einer von mehreren. Ich glaube, dass alles so seine richtige Reihenfolge hatte. Erst mit unterklassigen Gegnern, jetzt gegen Zwickau in dritte Liga, Huddersfield, Kaiserslautern und dann zum Schluss noch Aston Villa, sollte man nicht vergessen. Jedes Spiel hat seinen Stellenwert und ich hoffe, in jedem Spiel möglichst gute Leistungen zu sehen. Für dich gibt es gegen Huddersfield ein Wiedersehen auf dem Platz mit deinem ehemaligen Kapitän Michael Hefele. Er freut sich sehr auf das Treffen mit dir, hat er ausrichten lassen. Er würde aber ganz gern ein Tor erzielen, wenn du nichts dagegen hast. Ja, wenn es das 1-5 ist, schweren Herzens zwar, aber dann lasse ich es zu. Danke dir, Uwe. Nur wenn er mir natürlich die Informationen vorher über die Mannschaftsausstellung, Taktik und sowas durchgibt. Danke, Uwe.